Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es darum, was für Sachen nehmen wir mit zu unseren abenteuerlichen Campingtrips mit unserem Camper, meistens in Skandinavien im Winter und was wir da so alles an besonderen Sachen und Ausrüstungsgegenständen dabei haben und vielleicht auch ein paar klassischen Gegenständen, die wir empfehlen können, das zeigen wir euch heute in diesem Video. Also bleibt dran, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich denke, das ein oder andere könnte euch auch nützlich sein, falls ihr plant, eine Reise im Winter nach Skandinavien zu machen. Viel Spaß mit dem Video und ich freue mich schon sehr, denn morgen startet unsere nächste Winterreise nach Skandinavien, denn wir werden 3,5 Wochen in Schweden verbringen und ich denke, das wird wieder sehr, sehr abenteuerlich werden. Also am besten jetzt schon mal den Kanal abonnieren, damit ihr die nächsten Reisevlogs aus Schweden im Winter nicht verpasst. Und ich denke, diesmal werden wir mit Sicherheit öfters unsere neue Seilwinde gebrauchen, denn unsere Freunde kommen mit, allerdings nicht mit dem Camper, sondern mit dem Wohnwagen. Und wie man in Schweden bei Schnee freistehen soll mit einem Wohnwagen, weiß ich selbst noch nicht so genau. Also ich denke, es wird definitiv sehr witzig und amüsant und auch auf jeden Fall auch sehr spannend. Also das dürft ihr nicht verpassen. Jetzt aber zum eigentlichen Video. Ich räume mal hier unser ganzes Wohnzimmer um und dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, da bin ich wieder. Das Wohnzimmer sieht aus wie Sau, extra für euch, aber ich denke, es lohnt sich. Schaut mal, alles voller Zeug. Und was es genau ist, das erkläre ich euch jetzt nochmal kurz im Detail. Also, los geht's. So Freunde, wie ihr seht, ich sitze mittendrin im Geschehen und ich zeige euch jetzt, was wir alles so dabei haben, wenn wir im Winter in Skandinavien unterwegs sind. Und ein paar Sachen sind natürlich auch dabei, die wir sonst auch dabei haben. Aber dazu jetzt dann mehr. Okay, legen wir los. Und zwar die wichtigsten Sachen zuerst. Wir haben unseren Van so gebaut, dass wir eigentlich fast immer mit Strom alles machen können. Sprich, wir haben einen Strom-E-Herd und Backofen. Allerdings ist es natürlich so, dass im Winter in Skandinavien nur sehr selten die Sonne scheint und dann die Sonne auch sehr tief steht, weshalb unsere Solarpanels nicht ganz so viel Strom kriegen. Deswegen haben wir zusätzlich immer noch eine Powerstation dabei. Das hier ist eine Jackery 2000 Pro. Damit haben wir quasi immer noch einen Notstrom mit an Bord und durch die aufstellbaren Solarpanels, die wir mal dabei haben, können wir auch die tiefstehende Sonne einfangen, was halt leider mit den fest verbauten Solarpanels an unserem Van so nicht möglich ist. Genau, um weiterhin noch ein bisschen Energie zu sparen, weil E-Herd verbraucht natürlich sehr viel Strom, kochen wir sonst auch sehr oft dann mit unserer kleinen mit unserer kleinen Gaskartusche bzw. unserem kleinen Gaskocher. Da kommen einfach so kleine Gaskartuschen rein, die lassen sich einfach schnell und einfach transportieren und auch wieder entsorgen, anstatt diese 5 Liter Dinger. Und da wir sonst halt im Sommer und eigentlich fast überall anders nur mit unserem Strom kochen, ist das halt einfach eine gute Möglichkeit, Strom zu sparen und trotzdem zu kochen. Kommen wir zum nächsten, apropos Kochen. Wir haben hier seit kurzem, eigentlich haben wir schon länger die Produkte von Greenforce mit dabei, weil die einfach super praktisch sind. Und seit kurzem haben wir für euch auch, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, einen Rabattcode. Das Praktische an diesen Greenforce-Produkten ist, sie sind vegan und man kann aus einer so einer Tüte Pulver richtig geile Frikadellen oder Schnitzel oder Gulaschsuppe zaubern. Also das ist wirklich mega praktisch fürs Vanlife und wir sind richtig, richtig happy, dass wir da eine Zusammenarbeit organisieren konnten und auch für euch damit einen Rabattcode. Alle Rabattcodes und Links zu den allermeisten Artikeln hier findet ihr in der Videobeschreibung. Unterstützt uns natürlich auch ein wenig, wenn ihr darüber einkauft und ihr spart natürlich auch. So viel erstmal dazu. So, weiter zum nächsten spannenden Produkt. Und zwar haben wir seit kurzem einen Eisbohrer mit an Bord. Den hatten wir bei unserer letzten Winterexpedition auch schon mit dabei. Da es in Skandinavien tatsächlich oft so sein kann, dass das Wasser abgestellt ist bei den Fähr- und Entsorgungsstationen, haben wir diesen Eisbohrer damals schon mitgenommen auf unserer Nordkap-Tour. Wenn ihr die nicht gesehen habt, schaut die unbedingt an, die war wirklich extrem spannend. Diesen Eisbohrer haben wir mitgenommen, um im Zweifel in Seen ein Loch
in Seen ein Loch reinbohren zu können und dort dann Wasser für unseren Wassertank zu entnehmen. Ist beim letzten Mal noch nicht dazu gekommen, aber ich denke, diesmal werden wir den auf jeden Fall nutzen, denn wir wollen auch mal mit Eisangeln probieren. Wir haben ja Freunde dabei und genau, deswegen wird der auf jeden Fall dieses Mal genutzt werden zum Eisangeln und wahrscheinlich auch zum Wasserauffüllen. Apropos Wasserversorgung, auf unseren Wintertouren haben wir jetzt in Zukunft diese Pumpe noch mit dabei. Wir hatten vorher auch schon andere Pumpen dabei, aber die waren alle irgendwie nicht befriedigend. Deswegen haben wir jetzt diese große Pumpe dabei, die wirklich viel Power hat und die auf jeden Fall genug Power hat, um das Wasser aus dem Fluss oder aus dem See rauszupumpen durch unseren Albfilter, zu dem kommen wir jetzt gleich, und dann in unseren Wassertank, denn dafür ist schon etwas Power nötig und das gibt es leider nicht kleiner. Genau, kommen wir gleich weiter zum Wasserfilter. So, kommen wir nun zum Wasserfilter bzw. alles drumherum. Wir haben grundsätzlich immer so einen Flexschlauch dabei, der ist, glaube ich, 10 Meter lang. Wie gesagt, das verlinken wir euch gerne nochmal in der Beschreibung. Und sehr praktisch, hier ein so ein Tankdeckelstutzen, nenne ich es jetzt mal. Dort kann man dann den Schlauch direkt anschließen und ja, man hat halt nicht mehr die Sorge, dass der Schlauch rausflutscht beim Einfüllen. Das hatte ich auch schon ein paar Mal und wurde dabei ordentlich geduscht. Aber nun ja, weiter geht's. Wir haben noch ein, zwei weitere Adapter und Verlängerungsteile dabei. Und noch einen anderen großen Schlauch, den packe ich jetzt nicht aus. Aber der Fluss oder See kann ja auch mal ein bisschen weiter entfernt sein. Dann ist es gut, wenn man genug Schlauch dabei hat. Ebenfalls zum Thema Wasseraufbereitung haben wir auch noch MembraClean zuzüglich zu unserem Wasserfilter. MembraClean sorgt dafür, dass das Wasser, was wir in den Tank pumpen, dann auch ja, genießbar bleibt, auch wenn es ein paar Tage drin steht. Gerade im Süden kann es ja mal sein, dass man 40 Grad hat und dass das Wasser dann auch schnell mal kippen kann nach ein paar Tagen. Deswegen haben wir MembraClean. Das sorgt dafür, dass das Wasser nicht kippen kann. Es hat quasi, ja, es ist ein Trinkwasserdesinfektionsmittel und sorgt für die Konservierung des Wassers im Tank und hält auch noch zusätzlich alle Schläuche sauber, dass sich dort nichts bildet, wie Ablagerungen, Viren und Legionellen. Genau. Alles Mögliche bekämpft dieses Zeug. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Kommt einfach ein bisschen jedes Mal, wenn ihr den Wassertank auffüllt, kommt ein bisschen mit rein und ja, so habt ihr dann immer frisches Wasser und könnt es trotzdem auch noch trinken. Und jetzt kommen wir zum Herzstück, unserem Wasserfilter. Wir vertrauen bei unserer Wasseraufbereitung auf die Albfilter. Die haben wir seit Anbeginn unseres Vanlife-Abenteuers, also schon 3 Jahre. Und wir sind wirklich sehr zufrieden mit den Albfiltern. Wir haben hier den Albfilter, ich glaube, Active Fusion. Wie gesagt, verlinken wir euch gerne nochmal. Und der filtert wirklich alles raus. Also den haben wir schon oft genutzt und auch oft nicht trinkbares Wasser damit gefiltert zu Trinkwasser. Und wir trinken das Wasser halt auch wirklich aus unserem Wassertank. Von daher können wir das nur wärmstens empfehlen. Definitiv ein richtig gutes Produkt. Lohnt sich natürlich nur, wenn man es auch regelmäßig nutzt. Aber ich sag mal so, am Trinkwasser sollte man definitiv nicht sparen. Und es ist natürlich auch deutlich ökologischer, wenn man nicht jedes Mal Plastikflaschen kaufen muss. Gerade in den südlichen Ländern hat man sonst tausende von kleinen Plastikflaschen. Und das ist auf jeden Fall der ökologischere Weg. Apropos ökologischer Weg, wenn unser ökologischer Weg mal versperrt ist, zum Beispiel durch einen Baum oder was auch immer, haben wir immer Äxte und Sägen mit dabei. Das braucht man nicht nur zum Feuerholz machen, sondern wie gesagt auch, falls mal ein Baum im Weg liegen sollte, dann ist das nicht verkehrt. Oder wenn man mal einen Ast stutzen muss oder was auch immer. Genau, also Axt und Säge sind auf jeden Fall bei uns ein Must-Have, weil wir ja wirklich immer frei stehen und ja, das halt auch oft im Wald und da ist es auf jeden Fall ein Lifesaver. Genau. Ebenfalls, wenn man in Wald und Wiesen unterwegs ist, bietet es sich an und ist auf jeden Fall richtig nice to have, ein Fernglas mit dabei zu haben. Wir haben hier eins von Nikon. Das liegt nicht nur daran, dass wir alle Kameras auch von Nikon haben.
Aber das ist wirklich ein richtig gutes. Uns war einfach wichtig, dass man damit ordentlich ranzoomen kann. Das ist jetzt hier ein 10 bis 22 mal 50. Das war auf jeden Fall so das, was ich finden konnte, was am meisten Zoom hat und trotzdem noch einigermaßen bezahlbar war. Das können wir auf jeden Fall sehr empfehlen, denn in Skandinavien, wenn da mal ein Elch vorbeikommt oder was weiß ich, also ein Bär, hatten wir leider noch nicht, würden wir aber ja gerne mal sehen. Dann ist es grundsätzlich natürlich praktisch, wenn man sich das dann auch von ganz nahen anschauen muss, anschauen kann, ohne ganz nah dran sein zu müssen. Ja, deswegen ein Fernglas sollte auf jeden Fall mit am Start sein. Was ebenfalls für eine bessere Sicht sorgt, ist natürlich eine Lampe. Da haben wir einmal diese Lampe hier von Olight als Tischlampe. Die sieht einfach mega hübsch aus und ist auch wirklich praktisch. Man kann sie auf den Tisch stellen, man wird nicht geblendet dadurch, dass der Schirm das so ein bisschen abschirmt, logischerweise. Und genau, die können wir auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist mit Akku, kann man aufladen, hält sehr lange der Akku und sieht halt auch einfach noch echt richtig schön aus. Zusätzlich haben wir immer eine Stirnlampe dabei. Da haben wir eine von LED-Lenser. Die ist wirklich sehr hell. Hat uns auch schon gute Dienste geleistet und ist auch sehr robust. Da macht ein bisschen Wasser auch nichts aus. Und das ist uns natürlich auch wichtig, dass wir da einfach gutes Equipment haben, weil ihr wisst ja alle, wer an Equipment spart, der kauft meistens zwei- oder dreimal. So wie wir zum Beispiel mit der Wasserpumpe. Da es in Skandinavien im Winter ja schon manchmal recht kalt werden kann, also wir hatten ja auch schon minus 20 Grad dort und minus 29 Grad in Finnland bereits letztes Jahr, als wir auf dem Weg zum Nordkap waren, da kann es schon mal sein, dass die Batterie schlapp macht. Ist uns Gott sei Dank noch nicht passiert, aber auch da wollen wir weitestgehend abgesichert sein. Deswegen haben wir hier eine Powerbank, die ebenfalls genutzt werden kann zum Starten einer Autobatterie. Also die hat schon richtig Power. Und ja, die haben wir einfach jetzt seit neuestem noch mit dabei. Und damit können wir, wie gesagt, zwei, dreimal das Auto starten, falls die Batterie wirklich mal abnippeln sollte. Oder können natürlich auch Starthilfe geben, wenn mal jemand anderes Hilfe braucht. Ohne dabei selbst unser eigenes Auto anschließen zu müssen. Weil da kann es ja auch hin und wieder mal bei falscher Bedienung Komplikationen geben. Bleiben wir gleich beim Thema Werkzeug. Wir haben grundsätzlich immer einen kleinen Akkuschrauber dabei. Dabei haben wir uns extra hier so einen kleinen Bosch besorgt. Der ist schön handlich und nimmt nicht viel Platz weg. Der ist immer mit am Start, genauso wie dieser große Werkzeugkoffer. Da ist wirklich alles drin, was man so braucht, und wahrscheinlich auch noch mehr. Aber gerade wenn man mit einem selbst ausgebauten Van reist oder auch allgemein viel, ja, in der Wildnis, sage ich jetzt mal, unterwegs ist, dann sollte man auf jeden Fall immer genug Werkzeug dabei haben, denn es geht tatsächlich öfter mal irgendwas kaputt oder irgendwas löst sich und ja, dann sollte man definitiv das richtige Werkzeug dabei haben. Bleiben wir direkt beim Werkzeug. Wir haben eine neue Schaufel. Apropos Schaufel. Schaufeln sind tatsächlich in Schweden von, ich glaube, Dezember bis März sogar Pflicht. Also wenn ihr im Winter nach Schweden wollt, ist eine Schneeschaufel Pflicht im Auto. Wir haben uns jetzt eine neue geholt, weil die letzte ist uns tatsächlich in der Nähe vom Nordkap abgebrochen, als ich versucht habe, unseren Van in einen Schneehaufen zu graben, um ja, Windschatten vor dem starken Sturm zu haben. Das war auch echt krass. Also wir hatten so starken Sturm, dass wir uns wirklich hinter einem aufgeschütteten Schneehaufen verschanzen mussten. Und damit wir da möglichst nah ranfahren konnten, habe ich uns da ein Loch reingegraben, damit wir möglichst nah ranfahren konnten. Und dabei ist die alte Schneeschaufel leider abgebrochen. Deswegen haben wir jetzt extra ein etwas stabileres Modell. Nicht zum Zusammenstecken, sondern ja, schon einfach ein bisschen stabiler. Haben wir noch keine Erfahrungswerte, sieht aber alles sehr massiv aus. Und ich bin sehr optimistisch, dass sie uns gute Dienste bringen wird. Und ich finde sie optisch auch wirklich, wirklich schick im Vergleich zu denen, die wir vorher hatten. Eine weitere Möglichkeit, um sein Auto frei zu bekommen, wenn man sich zum Beispiel festgefahren hat, sind unsere Sandboards. Diese haben wir eigentlich immer mit dabei. Dieses hat jetzt schon etwas gelitten. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt von da. Mit diesem Sandblech haben wir uns schon mal versucht, aus einem richtig fetten Schlammloch, dem schlimmsten Schlammloch, in dem wir je steckten, festgefahren haben, zu befreien. Und da das alles nicht geklappt hat, sind wir dann später sogar noch mit Schneeketten, um mehr Grip zu haben, hier raufgefahren. Das hat die Sandbleche tatsächlich ziemlich zerstört, aber
Ja, wir haben trotzdem wieder neue gekauft, weil gerade im Sand und auch wenn man jetzt nur ein bisschen im Schlamm steckt und nicht gerade ganz tief, so wie wir in Schweden, sind die sehr hilfreich. Inzwischen haben wir übrigens auch noch eine Seilwinde anbauen lassen, damit uns in solchen Fällen noch besser wir uns selbst helfen können. Auf jeden Fall sind diese Sandbleche sehr zu empfehlen. Genau, die haben wir deswegen auch immer dabei. Damit kann man auch mal schnell jemand anderes helfen. So, zum Thema Schneeketten haben wir die Schneeketten von Prevac dabei. Das auch schon seit vielen Jahren, also seitdem wir unseren Van haben und auch schon vorher mit unserem normalen Auto haben wir immer die Schneeketten von Prevac mit dabei gehabt. Die sitzen in Österreich, der Hersteller, glaube ich. Ja, machen sehr hochwertige Schneeketten, sind ein bisschen teurer als so die Standard-Schneeketten, haben dafür allerdings auch einen Servo, der sich automatisch festzieht. Sprich, man muss nicht nochmal ein zweites Mal anhalten nach dem Befestigen und die Schneeketten zuziehen, denn das macht dieser Servo ganz automatisch. Also das ist wirklich sehr praktisch und sie lassen sich auch, finde ich, sehr schnell anlegen, was ja auch immer sehr wichtig ist. Gerade wenn man mal eine heikle Situation hat. Zum Schneeketten anlegen kann ich nur empfehlen, euch ordentliche Handschuhe zu besorgen. Da habe ich hier so Thermofrost-Handschuhe aus dem Industriebedarf. Die verlinken wir euch natürlich auch. Ja, denn es ist wirklich meistens eisige Temperaturen, wenn man die Schneeketten anlegen muss. Und da sind gute Handschuhe, aber mit denen man trotzdem noch feine Sachen machen kann. Ja, sehr wichtig und wirklich ein Life-Changer. Naja, ein Lebensretter auf jeden Fall. Ebenfalls immer dabei haben wir einen großen Eimer. Dieser lässt sich auch falten. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Gerade weil wir ja im Van meistens nicht so viel Platz haben. Und da ist einfach ein faltbarer Eimer sehr, sehr praktisch. Und das können wir definitiv empfehlen. Das Wichtigste beim Wintercamping ist natürlich, dass einem nicht kalt wird. Und dafür ist es natürlich wichtig, erstmal gute Klamotten dabei zu haben. Wir verstauen unsere ganzen Klamotten hier in solchen Aufbewahrungsboxen. Die haben sich für uns einfach als sehr praktisch erwiesen. Die haben hier ein kleines ja, Guckfenster, sage ich mal, dass man sieht, was man hat. Sie haben vorne einen Reißverschluss und oben einen Reißverschluss und an den Seiten Griffen. So kann man die halt sehr gut verstauen. Und ja, die nutzen wir sehr gerne in unterschiedlichen Größen. Was natürlich auch eine wichtige Sache ist zum Thema Wärme. Also unser Camper ist mit zwei Dieselstandheizungen, 2x2 kW ausgestattet. Somit können wir auch bei ja, minus 25 Grad noch im Warmen sitzen. Das ist ja definitiv wichtig. Gerade wenn man so Winterexpeditionen macht, sollte das Thema Heizung auf jeden Fall sicher sein und da sollte man sich schon vorher gute Gedanken gemacht haben und auch vor allem immer noch ein Notfall-Backup haben. Wir haben zusätzlich zu unseren Dieselstandheizungen auch bei Winterexpeditionen immer noch eine Elektrostandheizung mit dabei, eine von Ecomat 2000. Genau, zum Beispiel, falls man sich mal ein Airbnb nimmt oder was auch immer oder mal eine Heizung ausfällt, dann kann man am Landstrom diese Heizung mit anschließen oder man kann sie auch über die Jackery mit anschließen. Zieht natürlich viel Watt. Das muss natürlich das Auto bzw. ja, der Wechselrichter vom Camper schaffen. Deswegen ist sonst halt ganz praktisch, wenn man eine Jackery hat. Die schafft das auf jeden Fall, die große. Wie man es sich sonst natürlich noch warm machen kann, ist wie damals schon die Höhlenmenschen am Lagerfeuer. Und damit man damit möglichst wenig Vegetation zerstört oder natürlich auch möglichst wenig Brandgefahr hat, haben wir immer eine Feuerschale dabei. Wir haben uns für die von Fennec entschieden. Die ist komplett faltbar, also sehr, sehr schmal. Sie wiegt zwar ein bisschen, aber sie lässt sich einfach sehr gut verstauen, ist super klein und wiegt ein paar Kilos. Das sollte einem bewusst sein, aber das Prinzip finde ich wirklich mega und ja, wir haben sie schon oft genutzt. Es gibt natürlich auch noch eine etwas kleinere Variante. Und zwar ist das die Bushbox. Die haben wir jetzt seit letztem Sommer mit dabei. Das ist tatsächlich einfach nur eine kleine, wirklich richtig kleine Kochmöglichkeit. Also wie ein kleiner Kamin. Sehr klein, kann man auch gut für Wanderungen mal mitnehmen. Ich sage jetzt mal brandgefährlichen Ländern oder allgemein, wenn man was kochen möchte, ist das halt so super einfach. Man kann einfach seinen Kochtopf oder Pfanne draufstellen. Das haben wir auch schon gemacht. Ich blende euch da mal eine Szene ein.
Definitiv auch ein richtig cooles und unterschätztes Gerät. Was ebenfalls ein Gemütlichkeitsfaktor ist, sind natürlich ordentliche Stühle. Wir haben hier so Schmetterlingsstühle, die haben wir auch seit Anfang an und sind damit sehr zufrieden, auch wenn natürlich der helle Stoff hier und da mal schneller schmutzig wird, ist es trotzdem wirklich sehr dankbares Material und hält bisher sehr gut und ist wirklich sehr gemütlich. Dazu haben wir einen Bambustisch, der auch gar nicht so klein ist. Also der ist auch, ja, der wiegt ein paar Kilo, aber ist halt wirklich sehr robust. Und wir hatten schon die ein oder andere Situation, wo den Nachbarn der Tisch weggeflogen ist, unserer ist stehen geblieben. Also da macht sich dann Qualität und ein bisschen Gewicht auch bezahlt. Genau, der ist höhenverstellbar. Man kann die Füße hoch und runter ausziehen und genau, kann dann genau anpassen, welche Höhe man gerade haben möchte. Was natürlich auf keinem Campingtisch fehlen darf, sind natürlich unsere selbstgemachten Holzbretter. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch geben wird zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video guckt, denn wir haben diese gerade bei Instagram zum Kauf angeboten. Wir haben nur ein ganz paar selbst gemacht, per Hand gefertigt. Ja, also Tomke, Leonel und ich eigentlich waren darin involviert. Leonel hat sie produziert, ich habe sie gelasert mit unserem Logo und Tomke hat sie geölt. Also es ist wirklich ein richtiges Familienprojekt geworden und wir sind mega stolz drauf. Und ja, momentan verkaufen sie sich wirklich wie warme Semmeln. Und da wir natürlich nur ein paar machen konnten, kann es sein, dass die inzwischen schon weg sind. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir das nochmal wieder machen sollen und ob ihr daran Interesse hättet. Apropos, wir haben auch ein paar richtig coole Emaillebecher, die sind jetzt auch gerade neu. Davon haben wir glücklicherweise noch ein paar, also wenn ihr so einen Becher haben möchtet. Diese Becher dürfen natürlich auch auf keinem Campingtrip und Abenteuer fehlen. Sie sind extra etwas größer, so muss man dann nicht mehrmals in den Van laufen und sich nochmal Nachschub holen. Es passen 400 Milliliter rein und da hat man dann schon ein bisschen was in der Hand. Apropos in der Hand, meine Frau, Tomke, ihr kennt sie, hat immer schnell kalte Hände und deswegen haben wir für sie extra so ein paar Spezialhandschuhe dabei, die eine Heizfunktion haben. Also da ist ein Akku drin und die beheizen sich dann sozusagen auf 20, 30 Grad und sorgen dafür, dass ihr die Pfoten nicht abfrieren, auch wenn wir bei minus 29 Grad durch Finnland wandern. Genau, sehr, sehr coole Sache. Aber tatsächlich haben auch mir die Handschuhe schon öfters das Leben gerettet, denn als ich zum Beispiel in Norwegen in den 10 Meter hohen Baum klettern musste, um meine Drohne wieder rauszuholen, sind mir zwischendrin die Hände so abgestorben, dass Tomke mir dann die Handschuhe hochgeworfen hat und ich so meine Hände wiederbeleben konnte und wieder sicher herunterklettern konnte. Also tatsächlich doch auch ein Lifesaver hat diese Handschuhe. Auch mit dabei haben wir einen Staubsauger, einen Handstaubsauger. Das ist tatsächlich ein Akkustaubsauger logischerweise. Es gibt dazu auch noch einen langen Stab mit einer Bürste, dass man ganz normal den im Haushalt nutzen kann. Aber was uns halt besonders gut gefallen hat an diesem, ist, dass man die Stange abnehmen kann und trotzdem die große Bürste auch hier direkt dran machen kann. Das gefällt uns sehr gut. Ebenfalls hat er einfach eine sehr gute Saugkraft, die wir natürlich brauchen bei den vielen Hundehaaren, die wir hin und wieder im Van dann liegen haben. Von daher können wir den wärmstens empfehlen. Da hatten wir auch bestimmt schon vier andere Staubsauger, die alle lang nicht so gut waren und dann dementsprechend entweder kaputt gegangen sind oder einfach zu schlecht waren für unsere Ansprüche. Und was natürlich ebenfalls auf keinem Abenteuer fehlen darf, sind Snacks. Und da haben wir seit kurzem einen Partner gefunden, der uns und auch euch mit richtig geilen Müsliriegeln aller Art versorgt. Sei es Haferriegel, Müsliriegel, vegane Riegel, Proteinriegel. Wirklich ein Riesensortiment und alle schmecken richtig, richtig geil. Und mit unserem Code könnt ihr da dauerhaft 15% sparen. Also schaut unbedingt mal in die Videobeschreibung. Wie gesagt, wir haben euch alle Artikel verlinkt, unter anderem natürlich auch das ein oder andere Produkt mit Rabattcode. Das lohnt sich definitiv. Also wir haben schon so oft gehungert und haben dann irgendwo noch einen Riegel gefunden. Oder auch gerade bei Wanderungen ist es einfach mega geil, wenn man so eine kleine Stärkung dabei hat. Und die können wir definitiv empfehlen. Schmecken auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Und was könnte schöner sein, wenn man gerade so in seinen Riegel beißt? Natürlich, wenn man dabei noch in der Hängematte liegt. Deswegen haben wir auch beim Wintercamping eine Hängematte dabei. Wir haben hier eine von Amazonas dabei.
Die ist einfach super leicht und klein und deswegen haben wir sie auch immer mit dabei. Ja, das war es soweit erstmal mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es sind doch einige Sachen geworden, aber ich bin guter Dinge. Wenn wir demnächst nochmal ein ähnliches Video machen sollen, zum Beispiel zum Thema Foto- und Filmausrüstung, um unsere ganzen Reisen zu dokumentieren, oder ihr irgendwelche Fragen habt, wir noch irgendwas vergessen haben, dann schreibt uns einfach, entweder bei Instagram oder direkt hier in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und erzählt uns doch mal, was auf eurer Winterexpedition auf keinen Fall fehlen darf. Vielleicht lernen wir daraus ja auch noch das eine oder andere. Wir sind gespannt. In diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr mit an Bord seid jetzt auf unserem Winterabenteuer. Und dann würde ich sagen, bis ganz bald und tschüss. Er sitzt da halt auch drin mit... Der Haufen wird immer größer. Du bist halt doch kein Schneepflug. Ich bin der Schneepflug.